Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf Weplay Games for You. Ich bin so Ivo. Und wir machen natürlich weiter mit unserem Magier-Deck. Heute an Silvester wünsche ich euch natürlich an der Stelle schon mal einen guten Rutsch. Und alles Gute fürs neue Jahr. Gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Damit wieder zurück zu Hearthstone. Ja, gefällt mir nicht so. Wenn ich kleine Karten habe, dann behalte ich das Wasserelementar ganz gerne mal. Allerdings nur, wenn ich kleine Karten habe und dadurch nicht Gefahr laufe, kein Early Game zu haben. Durch brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. So früh. Mal schauen, was der auch für ein Deck spielt. Ich habe gestern lustigerweise gegen einen Fatigue-Druiden-Deck gespielt. Das fand ich echt ganz cool. Mit einigen neuen Karten halt dabei. Das ist so ein bisschen, naja, gewesen, aber könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, Just for Fun einfach zu spielen. Die Karte gefällt mir nicht. Ich möchte keine zufällige Karte abwerfen aktuell. Vielleicht kann ich sie hinten raus irgendwann mal spielen. Wenn ich nur eine oder so auf der Hand habe oder gar keine, am besten. Der ist ein bisschen komisch, der sammelt zu viele Karten meiner Meinung nach. Okay, was ist das für ein Quatsch? Gucken wir mal, was wir aus dem Portal rauskriegen. Oh, nicht so schlecht, denke ich. Ich will aber auf jeden Fall erstmal pingen. 5-4 ist das zumindest nicht so schlecht. Für 2 Mana. Oder im Prinzip muss man ja davon ausgehen, dass es 4 sind, weil man ja 2 schon bezahlt hat. Wo soll ich zuschlagen? Feuerball-Target definitiv, oder? Tschüss. Grüßen wir ihm noch. Den hier will ich ausspielen. Der hat ja keine Waffen. Also können wir den auch ohne Gefahr ausspielen. Der gute Harrison Jones. Okay. Guten Wrath wahrscheinlich. Da ist es auch schon. Kann ja nichts machen. Passiert. No risk, no fun. Ich habe keinen anderen Zug und jetzt gar nichts ausspielen, gefällt mir nicht. Er hat gerade 2 Zauberkarten gespielt, es kann also gut sein, dass er jetzt nichts hat, um ihn zu töten. Sieht auch so ein bisschen danach aus, gerade am Überlegen ist, was er machen soll. Ich frage mich. Hätte er die 2 Zauberkarten letzte Runde nicht gespielt, hätte ich ihn auf jeden Fall nicht ausgespielt. Nur um das mal kurz klarzustellen. Okay. Ich denke. Wie machen wir das denn? Ich könnte ihn ausspielen, den spielen und dann darauf noch einen Feuerball machen. Ich denke, das ist kein so schlechter Move. Ich mach den hier erstmal weg mit einem Frostbolt. Töte den hier mit weg. Sehr gut. Spiel den hier aus. Und mach für 7 einen Feuerball. Aha. Und hab jetzt noch einen Feuerball in der Hand. Sehr schön. Gucken, ob er 6 machen. 6 kann er eventuell machen, weil er eventuell Force of Nature haben könnte. Also ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass er ihn töten kann jetzt. Aber er hat halt trotzdem schon sehr viel gebracht. Er hat einen kompletten Dr. Boom gekillt. Wenn man so möchte. Silence könnte auch sein.
ein Swipe. Und was kommt dazu? Das war jetzt sein zweiter Swipe übrigens. Und noch ein wildes Brüllen gezogen. Nicht schlecht. Das hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt. Ich werde den auch ausspielen, er hat beide Swipes raus. Hat ein wildes Bullen raus. Was macht der jetzt? Ein Silence? Warum hat er den vorher nicht gesilenced? Wo er Silence ihn nicht mehr, tötet ihn. Wir kriegen den direkt. Okay. Nicht schlecht. Gibt sicher Schlechteres. Den können wir halt easy wegtöten. Dank dem Bombenwerfer. Das machen wir auch. Und dann damagen wir den ganzen Spaß mal. Ping ist in Ordnung, sonst können wir eh nicht wirklich was machen. Sollten das auf jeden Fall gewinnen, denke ich. Den haben wir auch keine Schwierigkeiten wegzumachen aktuell. Mal gucken, was noch dazu kommt. Das Dingo! Ein Das Dingo, okay. Machen wir das da erstmal. Spürt den Zorn der Natur. Das ist sehr lustig. Ich habe da schon längst drauf gedrückt gehabt. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Hat er das irgendwie nicht ausgelöst? Warum auch immer. Na egal, es ist halt trotzdem gewonnen. Nur blöd, wenn sowas auf der Aufnahme passiert. 11 noch, okay. Müsste reichen. 6, 7. Okay, es reicht mit dem Feuerball und so sowieso. Ja, ein bisschen ärgerlich ist es trotzdem. So, ein Sieg noch. Dann sind wir Rang 6 wieder. Das ist doch schön. Dann haben wir nächste Runde, beziehungsweise nächste Season wieder ordentlich Bonussterne. Und brauchen uns nicht durch die ganzen kleinen Ränge durchkämpfen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Drückeberger-Druide, okay. Jaina gegen ein Schamane. Gucken, was hier geht. Eure Zeit ist gekommen. Sehr schöne Starthand mit den beiden. Der Blutmagier geht auf jeden Fall weg. Feuerball ist nicht so geil, aber auch nicht so schlecht. Ah, hallo. Zweiter Mana-Würm. Dann hätte ich jetzt die Münze. Aber was ich nicht habe, habe ich nicht. Ah, knapp. Knapp. Jetzt. Mir gefällt das Portal in der Situation am besten. Cool. Das nehme ich doch gerne. Ich denke nicht, dass ich den wirklich töten muss, den Creeper, weil was soll's passieren? Im schlimmsten Fall kann er es Totem setzen und tötet ihn. Das hätte er aber so oder so machen können. Von daher macht das keinen echten Unterschied für mich. Situation wieder hergestellt. Gucken, ob er jetzt einen Lightning Bolt oder sowas hat. Das ist teuer. Bitte auch nur 2 Schaden, das wäre so geil. Naja, da kann ich zu viel verlangen. Das war halt schon super, super teuer für ihn. Von daher, was soll's.
Ich bin gerade am überlegen, ob ich den cyclen will. Ich denke ja. Ich brauche eine Karte. Wenn er jetzt einen Erdschock hat, ist der Erdschock weg. Dann hat er ihn aber immerhin für den Panzer nicht mehr. Kann ich auch mit leben dann in dem Moment. Ich brauche halt einfach die Draws, weil ich schon ein bisschen low an Karten laufe. Ich spiele jetzt auf jeden Fall den Panzer, da geht nichts drüber. Wenn er nämlich einen Hex hat, spielt er das jetzt. Dann können wir dann den Dr. Boom relativ sicher spielen. Dann kommt das Hex auch, denke ich. Genau. Damit habe ich schon gerechnet. Kommen unsere Kleinen aufs Feld. Und unsere Legendaries kriegen halt jetzt so langsam Luft, möchte ich sagen. Dadurch, dass seine CCs halt rauskommen. Oder Removal oder whatever. Okay, das ist ein bisschen uncool. Ich denke, da werden wir sogar Essen und Feuerball spielen, bevor wir den Block der Boom rausballern. Ja. Feuerball, Ping, Kill. Ich möchte den nämlich ganz gern loswerden. Damit ich, wenn ich die hier rauskriege, dann auch das Duplizieren auf einen der Legendaries am besten bekomme. Ich weiß nur noch nicht so genau, was wir zuerst spielen. Ob wir erst Dr. Boom oder erst Ragnaros spielen sollten. Ich denke erst Dr. Boom. Sehr geil. Okay. Dann spielen wir erstmal. Wobei, wenn wir jetzt Ragnaros spielen, können wir nächste Runde Dr. Boom plus Ping spielen. Ich denke, das klingt fast ein bisschen besser. Und ab ins Face. Mit das Beste, was passieren konnte, denke ich. Das sind immerhin 8 Schaden, die. Oder beziehungsweise 7 Schaden, die nicht verloren gehen. Oder 6. Okay. Kriegen wir noch einen Totem. Gewittersturm. Der zweite. Beides Min-Damage, aber bei dem einen war es ja eh egal. Er kriegt ihn ganz ordentlich weg. Den Ragnaros. Aber er hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen was an Überladung auch. Und wir spielen jetzt definitiv Dr. Boom. Plus Ping eben, wie gesagt. Totem ist mir relativ egal, wenn er einen Alakir hat, ist es halt kacke, ansonsten ist das Totem egal. Alakir wäre aber so oder so ziemlich tödlich. Ich glaube, Alakir kostet aber auch 8, also kann er ihn eh nicht spielen. Oh, egal. Gucken, ob er die Bomben auslöst mit seinem Doomhammer. Vorstellbar. Macht er aber wohl nicht. Okay. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze jetzt spielen. Ich möchte auf jeden Fall das Board möglichst clearen. Ich denke, ich sollte den da pingen. Sehr gut. Unter Umständen kriege ich dann die Bombe nicht weg, aber es lohnt sich halt trotzdem. Machen wir den erstmal. Okay, das heißt, wir müssen den so töten. Duplizieren hin. Er kann höchstens. Also, er kann uns definitiv töten. Aber er kann mit dem nur mit einem Rockbiter 10 Damage machen und müsste dann noch eine zusätzliche Karte brauchen. Also, er braucht definitiv 2 Karten, um uns zu töten. Und die hat er scheinbar nicht. Das ist gut für uns. Ob er die Bombe tötet. Ich würde es wahrscheinlich machen. Außer er hat definitiv einen Rockbiter in der Hand.
Ich frage mich, ob... Okay, er macht den Schaden, das ist gut für uns. Das heißt nämlich, er hat keinen Rob weiter. Und hat eventuell noch... Das Einzige, was sein kann, ist, dass er noch eine andere Waffe hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Gucken wir mal, was der trifft. Oh, das war nicht so gut. Das war das mieseste Auskommen, was irgendwie da war. Ich würde es ihm zeigen. Ich würde es ihm allen zeigen. Das kann ich nicht spielen, okay. Weil ich sonst meine eigenen töten müsste. Macht also keinen Sinn. Hat Allah hier. Hat leider die Bombe das Ganze nicht so hingehauen, wie es sollte. Schade. Schade, schade, da hat die Bombe nicht das gemacht, was er musste. Hätte sie 2 Damage gemacht, wäre es halt perfekt gewesen. Aber nein, sie macht nur den einen. Pech gehabt. So einfach ist das. War ein knappes Match. War an der Stelle ein Cut. Bedanke mich immer fürs Zusehen und wünsche euch nochmal einen schönen Rutsch. Und bis morgen. Ciao, ciao.